So, Damen und Herren, Elektrizitätslehre, wir sagen immer kurz E-Lehre dazu oder Elektrotechnik, das ist unser Thema für die nächste Zeit. Und damit wir auch da gemeinsame Sprachen finden, es geht um physikalische Größen, was ist denn das alles? Deswegen jetzt ein paar einführende Worte. Es gilt weiterhin, wenn irgendeine Frage ist, sofort mich unterbrechen, das ist kein Problem. Also, wir stellen uns mal bitte Folgendes vor: Wir haben einen Wasserhahn. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen verrückt. Einen ganz altertümlichen Wasserhahn. So. Und dieser Wasserhahn, der ist natürlich angeschlossen ans große Netz der Stadt. Der guckt aus der Wand, Wasser raus, Wand, ist sich schön. Und wir machen mal folgenden Versuch, und zwar in Gedanken. Wir versuchen mal mit dem Daumen diesen Wasserhahn zuzudrücken und hier aufzudrehen. Also unser Stadtnetz ist stark genug, ich glaube, das schafft keiner. Ihr könnt es ja mal zu Hause probieren, aber es wird überall nass werden. Und selbst wenn man es schafft, dann tut der Daumen weh. Wir können die ganze Sache, das heißt diesen Druck, der hier auf der Leitung ist. Nee, warte mal. Ich mache mal in Blau. Hier ist Druck drauf. Dieser Druck, der entspricht in der Elektrizitätslehre der sogenannten Spannung. Spannung kann man mit Druck vergleichen. So, jetzt nehmen wir den Daumen mal weg. Und sobald wir den Daumen weggenommen haben, wird hier natürlich Wasser rausströmen. Die Menge, die da rausströmt, die Menge des Flusses, also dessen, was da rauskommt, entspricht der Stromstärke. Das werden wir jetzt gleich nochmal ausdiskutieren. Stromstärke. Die einzelnen Symbole und so weiter, komme ich da drauf. Aber darüber müssen wir uns klar sein. Nochmal, der Druck, der da drauf ist, entspricht der Spannung. Und die Menge, die dann rauskommt, die wirklich fließt, entspricht der Stromstärke. Es kann nämlich durchaus sein, dass, wenn ich den Hahn nur ein bisschen aufdrehe, ich lasse mal ganz einfach den Daumen jetzt weg. Der Daumen war bloß dafür, dass wir wissen, dass da richtig Dampf drauf ist, ne? Wir lassen jetzt mal den Daumen weg in Gedanken und drehen mal nur ein ganz bisschen auf, dann kommt ja auch nur ein bisschen aus dem Hahn raus. Ist logisch. Und das bisschen, was da aus dem Hahn rauskommt, sagt uns, das wäre eine geringe Stromstärke. Der Druck bleibt erhalten. Andererseits, jetzt versuchen wir mal in Gedanken in den Garten zu gehen und wir haben eine ganz kaputte alte Hauswasserpumpe und naja, im Gartenhäuschen haben wir halt so ein Ding, damit wir uns auch mal ein bisschen die Hände waschen können und so weiter. Und die Pumpe ist schon oll und die hilft auch nicht so dolle. Und wir drehen da den Hahn noch und nöcher auf, aber es kommt nicht viel raus, weil der Druck zu gering ist. Dann kann man doch Folgendes ableiten, dass man sagt, oder machen wir es noch schärfer. Wir nehmen eine Regentonne. Diese Regentonne ist voller Wasser. Bis dahin ist es in Ordnung. Und hier unten haben wir einen Hahn dran. Genauso einen ollen Hahn. Machen wir es so. So eine Regentonne, die hat vielleicht hier, naja, vielleicht einen Wasserstand von 0,6 Metern. Und wenn man da aufdreht, ja, herrje, dann kommt da richtig Wasser raus. Okay. Wenn der Wasserstand ganz knapp vor Ende ist, also ganz knapp vor der Stelle, wo der Hahn rauskommt, kann man sich vorstellen, dass dann bloß noch ein ganz dünner Strahl rauskommt. Nochmal jetzt, was das Wichtige ist, die Spannung, sprich der Druck, und die Stromstärke, also der Fluss, was da rauskommt, die hängen in einem ganz bestimmten Verhältnis. Und dieses Verhältnis ist konstant. Habe ich viel Spannung, kann ich viel Stromstärke erwarten. Habe ich wenig Spannung, kann ich auch nur wenig Stromstärke erwarten. Darüber müssen wir uns klar sein. Das ist ganz wichtig. Ich will jetzt noch nicht zu weit gehen, aber das ist das sogenannte Ohmsche Gesetz. U durch I,
Die Spannung durch I Stromstärke ist gleich konstant. Ich schreibe das dann aber im Einzelnen nochmal auf. Nochmal, wenn man diesen Zusammenhang begriffen hat, dass je mehr Spannung da ist, auch umso mehr Stromstärke zu erwarten ist, dann haben wir eigentlich die Elektrizitätslehre im Wesentlichen begriffen. Im Wesentlichen. Worauf das alles beruht, können wir alles noch machen. Also das bis dahin. So, jetzt mache ich erstmal Pause. Ja, das ist wirklich eins der wichtigsten Prinzipien. Wenn man das hier begriffen hat, dann geht es leicht. Und jetzt kamen aber eben Fragen, nochmal, wozu ist der Daumen? Ja, der Daumen, der ist dazu da, damit man zu Hause mal ausprobieren kann, was dieser Wasserdruck bedeutet. Ob ich da, wenn ich das mit dem öffentlichen Wassernetz mache, ob ich da dolle aufdrehe oder weniger doll, ist vollkommen egal. Ich spüre den Druck richtig, da ist richtig Wasserdruck drauf. Wenn ihr die Möglichkeit habt, zu Hause an einer Gartentonne, an so einer Wassertonne, das mal auszuprobieren, werdet ihr auch merken, und das lässt sich, glaube ich, auch so schon einsehen, dass, wenn die Wassertonne richtig hohen Wasserstand hat, hier richtig viel Dampf drauf ist, vergleichsweise. Und wenn es kurz vor knapp ist, also kurz bevor, also dass der Hahn gerade noch so sein bisschen Wasser kriegt, dann kann man das Ding mit dem Finger mit nichts zuhalten praktisch. Dann ist der Druck nicht mehr so groß. Andererseits, wenn hier richtig viel Druck drauf ist, weil noch viel Wasser drin ist, wird viel Wasser rausströmen. Und wenn nur noch ganz bisschen drin ist, wird nur noch wenig rausrieseln. So tralala. Darauf nochmal. Und dieses Verhältnis, das ist konstant. Aber das machen wir dann später. So, jetzt zu Grundbegriffen der Elektrotechnik und dafür mache ich ein neues Video, also damit die Dinger nicht zu lange werden. Neues Video, siehe da, da geht's weiter.